Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Ausgabe von War Thunder. Und wieder an meiner Seite, an meinem Flügel, der André. Ja, ich hoffe, dieses Mal läuft es besser für mich und noch besser für dich, obwohl das geht kaum bei dir. Und doch, wir haben, geht immer. Na gut. Ja, wir haben uns das Ziel gesetzt von Berlin, André. die E3 soll er noch freischalten. Genau. Ein, zwei Runden. Wir müssen mal gucken. Ein, zwei gute Runden, genau. Mir fehlen noch ungefähr 2.500 Punkte. Dann haben wir die E3. Dann habe ich auch endlich meine vernünftige Staffel. Der schwere Jäger ist ja bereits rausgeflogen und jetzt soll dann eben die E3 ihn ersetzen. Ja, und es ist ein wenig neblig hier oben. Ja, immer aus der Suppe kommen. Richtig. Im Realistic ist das sehr wichtig, weil da spottest du die Gegner nicht so früh wie hier. Richtig. Wenn überhaupt, ich glaube gar nicht, oder? Nee, das ist dann wieder... Ich hab's noch nie gespielt. Schwer, weil du hast keinen Vorhaltepunkt und die G-Kräfte wirken und die Maschine wackelt. Und das ja, klappt bei mir eh nie mit dem Vorhaltepunkt, mal ganz ehrlich. Ja, du musst vor dem Vorhaltepunkt noch zielen. Ne? Richtig, genau so mache ich's. Genau. Guck mal da unten, zwei Einsame. Guck mal da unten, der war gut. Alles FGU, weiß. FGU, alles klar. Einer schert nach rechts aus. Die F66. Das, ja, der wird sich wahrscheinlich hinter den Viewfighter setzen. Und das wird sein Verhängnis. Ich komme wieder von der Seite, du von hinten. Oh nein, oh da, ich passe da jetzt nicht rein. Alles gut. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt hat, nee. Ich lese nichts von Abschuss. Ich glaube aber ja, weil mit Alt kann ich ihn nicht mehr fixieren. Und ein Teamwork habe ich auch bekommen. Nee, der Kollege, der so. Japanische Fliegerkollege, der mich auch aufgeballert hat. Die Situation ein wenig verkannt. Ich dachte, er fliegt entgegengesetzt und nein, er ist direkt auf uns zugeflogen. Ja. Und, aber den Showdown, den haben wir fast unbeschadet überstanden. Und jetzt kritischer Treffer von oben in die Kanzel ran. Abschusshilfe, sehr schön. Wo bist du denn schon wieder? Du bist links. Ich sollte mal wieder zu dir kommen. Ich möchte dir gerne helfen. Brenne! Aber Wasser löscht ja Feuer. Genau. Ja, dann halt mal deine Tragfläche kurz rein. Ich halt mal alles rein. Die Kitty Hawk. Leg dich nicht mit Kitty Hawks und Gedöns an. Und was war da noch so schlimm? Die Kitty Hawk und Ich habe meinen Gegner wieder überholt. Das ist ein... Wie macht man es nicht? Ja. Das Schöne ist, bald patchen die ja hier wahrscheinlich so Air Races rein. Oh, geil. Ja, da wirst du dann ganz vorne dabei sein. Red Bull Racing, ja, definitiv. Ja, jetzt hast du drei gleich. Ja. Mayday, wir schützen ab. Einer direkt hinter dir. Ja, flieg mal weiter nach... bisschen links turn, genau. Einer ist so direkt hinter dir. Ich versuche die KI-61 jetzt nach rechts turn. Rechts turn, alles klar. Sehr gut, machst du das. Geh wieder nach links. Okay, Treffer hat sie kassiert, aber das hat doch nicht gereicht. So, jetzt revanchiere ich mich bei ihr. Von der Seite, komm. Ja, weg ist er. Sehr gut. Hab zwar nichts damit zu tun gehabt, aber ich tue trotzdem gerne so. Ja. Aber das ist... Du hast Talent, die auszutören. Das ist irgendwie überlebst du immer Situationen, wo ich mir denke, bis ich da bin, ist der da schon längst down. Aber nee. Das schaffe ich aber nur, wenn keine Berge da sind. Ja gut, Berge sind ja auch magnetisch. Berge sind böse. Ich kenne das. Ja. Schlimm ist, wenn du so richtig in Verfolgungswahn bist, weißt du, und der turnt dann aber mal links. Und dann denkst du, ja, mach ich auch. Und plötzlich siehst du dann wieder so ein mobiler Berg auf dich zukommen. Ja. Und denkst du so, der war voll nur nicht hier. Richtig. Ja. Dann heißt das nur noch Augen zu und dagegen. Ja, nicht durch, sondern weiß. Dagegen. Manchmal kommt es aber genau hin. Da guck mal, da ist der Viewfighter, die nicht frontal anfliegen. Sondern von der Seite. Ja, aber die macht uns auch schon hier. Tut uns den Gefallen, selber da irgendwelche Sachen zu machen. Ah, ich habe auf eine andere Viewfighter gezielt, aber gut. Abschlusshilfe. Na Mensch, das ging ja schnell. Ich kam wieder gar nicht hin.
Übrigens, meine rechte Tragfläche ist im Eimer. Linke. Hast ja noch. Ach aber, so, ja, gut. Dank dir lebe ich noch von da, ja. Hui. Oh Gott. Heute sehen wir, wie zielt man nicht. Bist du rechts neben mir? Na, ja, rechts, rechts hinten. Okay. Also. Hast du auch auf dich getroffen? Ich hab, ja, ja. Ja, ich bin getroffen, am Nachladen, aber nicht getroffen. Und eine Ryzen ist noch oben, das heißt ein wendiger kleiner Japte. Ich stelle jetzt auch mal wieder meine Flügeln auf Kampf. Abschlusshilfe. Sehr gut. Oh, ich glaube, irgendwas ist hinter mir. So, jetzt tun wir mal so, als würden wir abstürzen. Und in Wirklichkeit stürzen wir ab. Nein. Oh, du hast die Ryzen hinter dir, okay. Und die Gladiator. Kannst du da rechts hören? Ja, gegen den Berg. Oh. Hügel. Baum, Palme, was auch immer. Zerstört von den Japanern. Meine Güte. So, BF-109 F1 kommt zum Einsatz. Das Problem ist, ich habe hier... Ja, eben, den Doppeldecker gönne ich mir mal. Das Problem aber ist, du bist schon wieder Erster, meinst du, und ich bin fast Letzter. Ja, das sehe ich auch als Problem. Ich habe die Ryzen wieder hinter mir und die könnte hässlich sein jetzt für mich. Ich versuche noch zu kommen, aber... Ja, ich habe gerade Tempo drauf, also keine Ahnung, ob ich sie ein bisschen auf Distanz gehalten habe. Ich sehe gerade gar keinen, das hat abgedreht meines Erachtens. Ja, dann habe ich es geschafft. Ich bin auch sehr tief geflogen und risikoreich. Hui! So, du bist wieder da? Ja, du bist wieder da. Dann lade ich mal komplett durch. Mach das. Und folge dir unauffällig. Okay. Bisschen wieder an Höhe gewinnen. Ja. So, 120 Meter ist keine gute Angriffshöhe. Spitfire ist alleine. Ja, die hat auch zwar schon einen am Popo, aber... Wir sind besser. Wir sind schneller. Wir kriegen den jetzt. Komm. Sehe ich schon weg. Alles klar, links abdrehen auf die Hurricane, oder? Ja, pass oben auf. Oben kommen gerade drei Jäger runter. Ja, wir haben sie vernichtet. Wir sind wieder mal das beste Squad und ja. Also ich glaube, so dauert das mit der E3 noch ein bisschen länger. Das läuft, ja. Ja, die Endabrechnung. Squad-technisch läuft das natürlich ideal, aber ansonsten. Ich weiß nicht warum. Ich krieg keinen mehr abgeschossen. Ich verstehe es nicht. Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Ja, wenn man es erzwingen möchte, ne, dann ist es immer richtig schlecht. Ich kenne das, wenn man so das Gefühl hat, oh, ich muss doch jetzt richtig treffen und so, dann hält man drauf und draufhalten bei den deutschen Maschinen. Blöd. Richtig, aber dennoch nur noch 800 Punkte. Ich würde sagen, die Runde war relativ schnell. Wollen wir schnell noch eine zweite ranhängen oder was sagst du? Wir hängen hier, ja. Hängen wir hier eine dran. Ich werde nochmal ganz kurz meine Crew hier anweisen und auf 19 bringen beim Nachladen. Und... Genau, du bist schon ready. Das heißt, ab in die Schlacht, denn da gehören wir hin. Wir auf Schweine das der Feld Lüfte. Der Ehre. Ja. Oh ja. Das Schöne ist, es hat mir richtig was gebracht, weil alle meine Jäger sind jetzt komplett ausgeskillt hier. Habe ich doch gerne gemacht. Ja. Scheine ich dir Glück zu bringen. Aber mein Talisman. Gerne doch. Manchmal hilft es auch wirklich, wenn du dir jetzt... Wir gehen jetzt auf Höhe, suchen uns wirklich einen separierten raus und dann setzt du dich im Sturzflug genau hinter ihm. So ja. 400. Wie hast du denn die Konvergenz eingestellt? Konvergenz? Wenn du jetzt hier, bevor du die Maschine auswählst. 500. Genau, habe ich auch. Die ist eigentlich perfekt im Akkad. Das heißt, ab 500, nach 500 Meter kreuzen sich deine Schüsse. Okay. Das heißt. Achso, okay, ich verstehe. Weil du schießt ja nicht gerade, sondern genau. Das ergibt Sinn. Ja, dann sollte ich mich vielleicht ein wenig mehr auf die Macht verlassen. Ja, das, oder, ja, oder wirklich so auf 200 Meter hinter den Gegner rein. Das ist... Und ich dann glaube, ich schieße einfach zu früh, ja. Ja. Und Snipern ist schwer. Ja, aber das ergibt schon Sinn, natürlich. Daran habe ich nie gedacht, ganz ehrlich. Also immer so auf 500 Meter ran und dann anfangen zu schießen. Check. Ja, mindestens. Also ich gehe am liebsten, wenn es geht, natürlich noch näher. Weil dann, umso näher du bist, desto weniger kannst du verfehlen, ne? Ja, weil ich fange wirklich eigentlich ab 760, wo der Punkt kommt, fange ich an zu feuern. Früher. Dreh mal nach links und mach Höhe. Obwohl, warte mal, hier unten, was ist das? Ja gut, dann nehme die 39er. Du wirst nur auf die Mikro oben aufpassen.
Aber nee, dreh nach links und weg. Das bringt nichts. Guck mal, da sind so viele oben. Nach links und weg, Roger. Ja, die werden uns so zersägen. Roger. Kann sein, dass sowieso schon eine hier jetzt gleich hinter uns her ist. Nee. Sehr gut, das hat schon mal geklappt. Die Jagd 3 oben, die nervt mich auch ein bisschen. So, pass mal auf hier, die KI-45. Das ist eine schwere Wumme. Und wir haben mit den Maschinen gute Steigraten. Das heißt, bitteschön, das war die Rakete. Ja, hab ich gern gemacht. Oh, und wie er noch dachte, ja, mit meinem schweren Jäger, hier, Kopf an Kopf, klar, mache ich doch. Und dann gibt es ein schönes Feuerwerk. Eine Emil. Der wird natürlich jetzt in den Tiefflug gehen. Wir stellen auf Kamm. Korrekt. Habe ich auch gemacht. Stürzen mit. Für diejenigen, die nicht wissen, wie das geht, die Klappen zu verstellen, das ist die F-Taste. Wir machen seine Drehung. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Berge, die machen es mir gerade extrem schwierig. Sehr schön, jetzt hast du sie. Getroffen habe ich sie, aber ansonsten... Du brauchst mir auch keinen Kill oder so lassen, ne? Wenn du den kriegen kannst, nee, ich habe jetzt gerade eine Situation war, wo ich dich vorbeifliegen lassen habe. Lass das, bevor wir ihn deswegen gar nicht kriegen. Das ist es nicht wert. Au. Jetzt habe ich nur aus dem Auge verloren. Jetzt ist er gleich hinter mir. Das ist natürlich... unschön. Ich fliege hier... mir wird schon schlecht. Was sag mal... Mama, der ärgert mich. Da gibt's denn sowas? Jetzt könnte es klappen vielleicht. Oder auch nicht. Ich krieg ihn nicht in die Linie, Mensch. Was ist denn das zu fassen? Geduld. Nicht zu früh abdrücken. Er spielt ja wunderbar mit. Und jetzt macht er den Fehler und haut ab. Ja, mein Flügel ist weg. Oh! Hm? Jagd 3 wurden... Scheiße. Meister, Droidikas. Hilfe. Eieieiei. Entschuldigung, aber ich bin gerade momentan so im Star Wars Fieber. Ich habe gerade alle 6 Teile hintereinander geguckt und. Echt? Ja, die letzten Tage. Ziemlich krank. Ach so, ja, okay. Immer so eine Folge pro Tag. Aber ach, ich liebe Star Wars. Welches Star Wars Spiel ich ja echt abgöttisch geliebt habe, war The Old Republic, Knights of the Old Republic, ja, im ersten Teil. Definitiv beide, boah, auch der zweite noch, absolut mega geil. Ja, ich bin ja nicht so Fan von so Spielen eigentlich, aber dieses Spiel hat mich so extremst gefesselt damals. Das war schon erschreckend. Kein Spiel kam für mich wieder, jemals wieder daran, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, bei Mass Effect ja eigentlich auch so ein bisschen... Der Fokus ist zu sehr auf die Action gegangen. Ja. So, wo ist der Flieger, der mir auf dem Radar angezeigt wird? Hä? Bist du da hinter einem? Ich bin da hinter einem, ja. Und hab in den Flügel abgeschossen. Hui! Sehr gut. Ja, also der Tipp mit dem näher ranfliegen gibt A, durchaus Sinn und funktioniert B, durchaus gut. Mach mal höher wieder? Ja. Ich bin gerade eher am Nachladen. Ja, ich bin hinter dir. Gut. Ich würde sagen, wir machen mal hier in die Richtung, oder? Ich sehe gerade sowieso überhaupt gar keinen. Nee, das stimmt. Hier unten sind sie, im Kessel. Eine KI. Ja, nur eine KI. Nimm aber die hat auch schon hier einen wieder hinter sich. Mal gucken. Also, wir versuchen es. Ansonsten kommt jetzt links von uns relativ viel. Ja, aber es sind noch 7 Kilometer, ne? Da ist aber auch einer bei 2 fast oder bei 3. Echt? Oh, den haben wir nie gesehen. Jetzt bin ich schon im Schuss. Ja, eine Jagd 3. Jagd 3 ist jetzt bei uns? Ich sehe die bei nicht mir. Verdammt. Such okay. Mich und du musst die finden. Ach, die hat doch schon geturnt oder was? Okay, auf Kampf stellen. Da hatten wir aber beide gerade, ja, Nerven aus Draht. Ach, die ist abgeschossen, okay. Das ist problematisch, wenn man den Gegner nicht sieht, dann hat man was falsch gemacht, so wie ich gerade. Guck mal, eine B1, was auch immer das ist.
109? Der Fox hier? Ist das eine, ja, kann doch sein. Nee, eine BB1. Habe ich doch richtig gesehen. Okay, ich habe hier einen anderen. Aber irgendwas schießt auch nicht. Ja, Flugzeug zerstört. Schön gewartet bis knapp 400 Meter und dann Radabums. Tust du mir gefallen? Haust mal den weg, der hinter mir ist? Ich irgendwie? Bin dabei. Super. Ich versuch's. Ich müsste nur noch irgendwie, ja. Ich weiß nur noch nicht genau, was es ist, weil ich habe nichts gesehen wieder mal. Es ist eine MK-100 irgendwas. Flugzeug zerstört. Sehr schön. Immer wieder gerne. Mensch, jetzt klappt's auch wieder mit den Nachbarn. Das ist doch schön. Ja, solch ein simpler Tipp kann vieles verändern. Guck mal, der Hurricane. Ja, Problem ist, meine Maschine hat vorne nicht kassiert. Achso, na gut, dann. Kann jetzt nicht mehr so wenden. Nee. Schwer gerade. Ja, dann lass es. Nö, ich treff noch, aber. Flugzeug zerstört. Ja. Sehr gut. Ah, guck mal, wie er abgeht jetzt. Jetzt geht er ab hier. Platz 2, Mensch. Halleluja. Achtung, links überall hier eine A6M2 Ryzen. Ist doch eine Ryzen, oder? Ich glaube, die. Ist das schon die Zero oder die 4-Zero Maschine? Ich weiß es nicht. Aber die hat abgedreht, aber hier unten ist noch einer. Eine BF-109F. Alles ja, genau. Klar. Boah, und seitlich von mir. Was kam da angeschossen? Eine Würger, eine A100F W190A1. Treffer, getroffen habe ich sie. Wie gesagt, Leute, ich habe keine Wendigkeit mehr. Das heißt, wir müssen hier gucken. Wer ist denn jetzt hier reingeflogen? Hä? Toll, nachladen, aber das Ding trudelt. Ja, das Problem ist, ich kann durch meine Flügel gucken. Na gut, den nicht mehr, den hat zerrissen hier. Aber die Maschine war sowieso ziemlich hinüber. Oh, jetzt werden wir angegriffen, ist aber nicht schön. Da ist doch noch eine Typhoon bei euch. Getroffen habe ich ihn. Oh Gott. Berg. 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 Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Kollege und hilft mir, aber sieht wieder mal nicht danach aus. Und da ist es auch schon. Meine Tragfläche ist weg. Abgestürzt? Noch nicht, aber ich springe jetzt raus. Zack. Okay, dann bleib ich am Bauen. Ja, unser Team führt, also insgesamt läuft es noch richtig gut. Ich bin auf 1. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Richtig geil. Ja, unsere Zusammenarbeit wurde auch immer besser, das ist sehr schön. So macht es auch wirklich mehr Spaß, als alleine zu fliegen. Ja. Es ist auch sehr viel schwieriger natürlich alleine, du hast keinen Flügelmann. Wobei ich auch schon Staffeln geflogen bin, wo jeder für sich irgendwie dann rumgeflogen ist. Das ist ja dann auch eher uncool. Ja, gut. Wohl wahr. Also ein bisschen wird man sich immer verlieren, weil... Ja, klar. Ja, ich zumindest bin immer sehr schnell abgelenkt und denke mir, guck mal da hinten. Und ja, oftmals endet das fatal, aber... Spitfire oder die da unten? Hier unten sind zwei. Die F-190, ich glaube, die haben uns noch nicht registriert. Guck mal, der setzt sich sogar noch nett ab. Und auf Kamm stellen. Du kannst ihn natürlich auch gerne direkt schon wegwenden, weil ich habe glaube ich Scheiße gebaut. Ich habe den anderen genommen. Ah, okay. Ja, das passt. Kritisch getroffen, Seitenruder ist weg von ihm. Mal gucken, ob wir auf Distanz noch irgendwas machen können. Flugzeug zerstört. Ja. Wuhu! Sehr schön. Mission abgeschlossen, sehr schön. Und wieder gehen wir als Sieger vom Feld. Und ich denke, die Leistung, die war schon ganz in Ordnung. Und ja, vor alledem gibt's die E3. Mensch. Die Hertha BVB Connection hier. Ja, richtig. Das ist wie der Ramos-Schieber-Tausch quasi. Ein Abschluss nur von meiner Seite. Das ist natürlich sehr schade, aber... Aber dafür war es ein sehr guter Flügelmann, der mich sehr gut unterstützt hat. Meine ich nicht. Doch. Ja, jetzt wo du sagst. Ja, siehst du ja einmal für dich wieder. Ja, Mensch, hast du ein anderes Video gesehen als ich oder beziehungsweise ein anderes Spiel. Aber du hast du jetzt auch Dauerfeuer gegeben? Ich meine, wenn du nah dran bist, klar. Ja, wenn ich nah dran bin, dann gib ihm. Ja, genau. Aber es funktioniert halt auch.
Also ich habe jedes Mal, ich glaube, ich habe fast jedes Mal die Kanzel getroffen. Oder halt so gute Treffer gemacht, dass es wirklich schon nach wenigen Salben zu Ende war. So lange warten musste ich da dieses Mal nicht, bis auf jetzt beim letzten. Aber ansonsten, ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Das war's. Ich verabschiede mich und bedanke mich natürlich bei dir für deine Kooperative hier. Und ansonsten sage ich, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Leute.